Haithabu, einst eine bedeutende Siedlung der Wikinger. Heute ziehen die rekonstruierten Häuser und das Museum viele Besucher an. Vom 9. bis 11. Jahrhundert war Haithabu ein wichtiges Handelszentrum, verkehrsgünstig gelegen zwischen Nord- und Ostsee, am Ende der Schlei. Auch für Archäologen ist es ein wichtiger Ort. Der Fundplatz Haithabu ist einzigartig für Archäologen. Haithabu wurde nie wieder bebaut und insofern können die Archäologen hier geradezu aus dem Vollen schöpfen. In über 100-jähriger Forschungsarbeit hat man so viele Funde gemacht, dass viele Themen, die die Wikingerzeit betreffen, hier in Haithabu geradezu befördert worden sind. Das Museum nahe der Wikingersiedlung zeigt viele wertvolle Exponate. Auf ein Objekt ist man hier besonders stolz. Einer der zentralen Funde in Haithabu ist mit Sicherheit das Kriegsschiff aus dem Hafen, das 1979 dort ausgegraben wurde. Es ist eines der schnellsten und größten Schiffe, das man aus der Wikingerzeit kennt. Die Menschen im frühen Mittelalter im Norden waren das erste Mal in der Lage, seegehende Schiffe zu bauen. Und mit diesen Schiffen wollten sie natürlich auch weitreichende Handelsfahrten unternehmen. Und an dieser Stelle hier bot es sich dann an, dass der zentrale Handelsort sich etablierte, Haithabu. Nachdem der Ort fast 300 Jahre als Handelshafen genutzt wurde, haben sich die Siedlungsaktivitäten an das Nordufer der Schlei nach Schleswig verlagert. Haithabu wurde uninteressant und wurde verlassen. Das sind wahrscheinlich machtpolitische Gründe, die dazu geführt haben. Die Menschen haben über Jahrhunderte wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass innerhalb dieses 1,3 Kilometer langen und fast 10 Meter hohen Halbkreiswalles sich dieser bedeutende Handelsort der Wikingerzeit befunden hat. Aber er wurde dann Ende des 19. Jahrhunderts von dem dänischen Forscher Sophus Müller identifiziert. Haithabu liegt sozusagen auf der Transitstrecke des frühmittelalterlichen Warenhandels zwischen Nord- und Ostsee als der zentrale Handelshafen. Während im Museum die originalen Funde ausgestellt sind, wird bei den Wikingerhäusern experimentelle Archäologie präsentiert. Dort sind über das Jahr Handwerker tätig, die unseren Besuchern zeigen, wie die originalen Funde ursprünglich hergestellt wurden oder auch wie sie benutzt wurden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Vermittlungsaspekt. Es werden nicht alle Funde, die man in Haithabu gemacht hat, ausgestellt. Viele von ihnen werden im Magazin aufbewahrt und stetig erforscht. Also es fängt damit an, dass man oftmals eine Schublade im Magazin aufzieht, guckt. Man muss sich einfach in dieser Sammlung auskennen. Also wir haben Tausende von Metallfunden, wir haben Hunderttausende von Keramikscherben. Und das Ganze ist dann eben schon recht aufwendig, manchmal auch so eine Glückssache. Und dann sucht man einfach nach den Objekten, weil eben zahlreiche Objekte noch nicht entsprechend ausgewertet oder auch erfasst sind. Man braucht viel Zeit, aber es ist natürlich auch durchaus sehr faszinierend. Man muss also das Fundmaterial einfach im Überblick haben, sortieren. Dieses Bronzeobjekt ist ein Steigbügelbeschlag. Das ist schon mal publiziert worden vor 50 Jahren. Über zahlreiche Neufunde solcher Beschläge wissen wir, dass es sich dabei um Reitzubehör handelt. Mit der Entwicklung der archäologischen Forschung an verwandten Plätzen bekommen wir oftmals Informationen, die uns auch eben eine völlig neue Sicht vermitteln. Angrenzend an Haithabu befindet sich ein weiterer bedeutender Fundort: das Danewerk. Eine große Befestigungsanlage aus der Vergangenheit. Die dänischen Herrscher grenzten sich damit Richtung Süden ab. Es war auch ein Schutzwall für den Handel von Haithabu. Die ersten Wälle waren ungefähr 2 Meter hoch mit dem Wallgraben davor. Wir können aber sehen, dass sie relativ schnell ausgebaut worden sind. Im Laufe der Wikingerzeit wird dann sogar eine fast 4 Kilometer lange, 3 Meter hohe, 3 Meter tiefe Feldsteinmauer vor einen Teil des Hauptwalls gebaut. 20 Millionen dieser Feldsteine wurden hierher geholt, einzeln zugehauen und eine
4 Kilometer lange und 3 Meter hohe Mauer damit gebaut. Das ist eine unglaublich beeindruckende Leistung gewesen. Und im Hochmittelalter, das ist die letzte große Ausbaustufe des Mittelalters, wird dann die Waldemarsmauer gebaut, die aus Ziegelsteinen besteht. Das Material ist absolut neu in der Region. Die Technologie importiert man vermutlich aus der Lombardei und baut hier damit eine 4 Kilometer lange und 5 bis 7 Meter hohe Ziegelmauer mitten in einer Heidelandschaft. Es muss ein unglaublich beeindruckendes Bauwerk gewesen sein. Und wir können feststellen, dass man immer state of the art gewesen ist. Ein lustiges Detail an der Erforschung des Dannewerks ist, dass man tierische Helfer dabei hat. In allen Maulwurfshügeln, wo die Waldemarsmauer gestanden hat, findet man heute noch solche kleinen Ziegelreste. Dadurch hat man berechnen können, wie lang die Waldemarsmauer tatsächlich gewesen ist. Im 13. Jahrhundert verliert das Dannewerk seine Bedeutung als Verteidigungsanlage, weil die Herrschaft in den Gebieten Schleswig und Holstein langsam verschmilzt. Und das wird für viele Jahrhunderte so bleiben, bevor das Dannewerk im 19. Jahrhundert in den nationalen Konflikten zwischen Deutschland und Dänemark wieder aktiviert wird. Und ab 1867 gehörte dieses Gebiet und damit auch das Dannewerk zu Deutschland. Und man kümmert sich mittlerweile gemeinsam, sowohl dänische Archäologen als auch deutsche Archäologen, um das Dannewerk, das ja dann auch gemeinsam mit Heiterbu Teil des UNESCO-Welterbes geworden ist. Heute ist dieses Denkmal nicht länger eine Grenze, sondern eher etwas Verbindendes, eine Brücke. Wir arbeiten gemeinsam daran, dieses zu erhalten und dieses zu vermitteln.